Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist ein Fischkopf und wir spielen mal wieder ein bisschen Hearthstone. Und zwar geht's weiter mit dem Tempotaschentuch, weil es hat mir ein bisschen Spaß gemacht. Beziehungsweise ich habe das Gefühl, dass wir da noch mehr rausholen können. Und deswegen sind wir hier heute zusammengekommen, um ein bisschen Karten zu spielen mit einem Tempomage. Dessen Name tatsächlich Tempotaschentuch ist. Ja? Ist so. Deal with it. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. Warum freue ich mich so sehr? Weil, ich fliege halt zu BlizzCon. Und das ist, es ist mir eine Ehre und eine riesen Todesfreude des Todes. Ich bin so glücklich, dass ich gar nicht beschreiben kann. Okay, wir müssen jetzt mal hier Sachen machen, okay? Tempo-Mage bedeutet, wir möchten gerne am Anfang auch schon sehr viel spielen können. Das wäre jetzt, okay, es geht so. Frage ist, dass man jetzt hier zuerst spielt, gleich, denn noch können wir gar nichts machen. Ich würde sagen, Mad Scientist hat den meisten Value, weil er quasi so ein Nachfolgeding hat, ne? Wenn er sterben sollte, dann kommt zumindest ziemlich wahrscheinlich ein Mirror Entity und etwas unwahrscheinlicher ein Counterspell ins Spiel. Und das ist gut. Guck, Shadowward Pain. Er kann erstmal nichts machen. Wir haben schon mal ein Counterspell draußen. Ärgerlich. Also finde ich jetzt gerade ein bisschen. Was wir hier machen können ist, wir spielen das Ding und dann können wir immer noch das Ding hier spielen. Yes. Und schon haben wir wieder Board und ein War Golem für 4 Mana. Und er kann das Ding hier nicht töten. Auch nicht mit einem Shadowward Pain, weil Counterspell und so. Noch viel besser wäre, wenn er den hier nicht töten kann. Und ich vermute mal, dass es auch so dabei bleiben wird. Zumindest wird er einmal 7 Schaden machen. Denn selbst ein Shadowward Death kann er jetzt nicht anwenden, weil Counterspell. Komm schon. Versuch's doch. Bitte versuch ein Shadowward Death. Damit ich mich ein wenig freuen kann. Ich freue mich ja so gerne. Und ich freue mich irgendwie so selten in letzter Zeit. Ha, ich war zu Discord. Shh. Okay, also mein Plan ist es. Das war ein Fehler wahrscheinlich. Aber wir machen es trotzdem. Ihr wisst ja, ich bin so ein greedy, Schlechtspiel-Motherfucker. Ich hätte den wahrscheinlich mit dem Fireball töten sollen. Oder was meint ihr? Oh, jetzt haben wir hier. Jetzt haben wir hier. Oh. Oh, Counterspell. Oh, oh, oh. Okay, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Jetzt können wir natürlich hier Sachen machen, ne? Okay, ich bin dabei. Zack. 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 Und wir räumen komplett das Board auf. Weil wir es können, Commander. Lief ganz gut, ne? Bis jetzt. Du darfst jetzt das Board voll machen mit kleinen Minions. Wenn du das möchtest. Es wäre für mich total in Ordnung. Rubinova, ich hab sowas schon tatsächlich irgendwie im Urin gehabt. Ich hab das irgendwie kommen sehen. Das finde ich nicht cool. Fireball. Naja, nee, komm, wir machen das hier so, wa? Bitte, so, wa? Jetzt können wir den Fireball da reinmachen. Warte mal, 6 plus 7 sind 13. Das ist also noch nicht das, was wir möchten. Das hätten wir mal zuerst machen sollen. Oder Frostbolt. Der jetzt auch nicht schlecht ist. Guck, ich hätte das zuerst machen sollen. Es ist einfach, manchmal muss man. Ah, ist egal. Ich meine, im Moment haben wir Liesel, ne? Im Moment haben wir Liesel. Ja, consider du mal. Der Torziel wird dich wahrscheinlich nicht retten. Oh. Okay, wir können damit nicht angreifen. Aber wir haben trotzdem Lethal, wenn du dich jetzt nicht. Okay. Well played. Schwing. 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 Ja, es ist ein reiner Tempo-Mage, ne? Mit denen kann man ganz schön Tempo machen, ne? Ich meine, dieser War Golem da aus dem Unstable Portal, der war natürlich sau OP, ne? Der war sau OP und gemeinsam mit dem Counterspell konnte er den nicht loswerden. Zumindest nicht in der Runde, nachdem er da draufgekommen ist aufs Board.
Und wie wir gesehen haben, konnten wir ihn sogar noch länger darauf halten. Und ja, was soll er da machen? Was soll er da großartig machen? Kann er nichts machen. Er kann probieren, da Sachen zu machen. Das bringt aber nichts. Oh Mann. Soll ich mal eine Geschichte erzählen? Pass mal auf. Die Geschichte geht so. Ich habe jetzt eine PCI Express USB 3.0 Karte in meinem PC eingebaut. Die, da muss auch Strom ran vom Netzteil. Das habe ich auch gemacht. Und dann habe ich da, habe ich das Ding wieder angemacht, ne? PC wieder angeschlossen, ganz normal. Muss man ja vorher schön Kabel raus, ne? Und sich erden und so. Ich baue das alles wieder zusammen, mache wieder an und dann stecke ich hinten so ein USB, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz, okay. Ein USB-Stick rein und dann leuchtet die LED auf von der Karte und denke ich so, geil, das funktioniert. Und dann gucke ich und dann mache ich so, rieche ich so. Und dann gucke ich nochmal und dann merke ich, die Karte hat gar keine LED. das waren Funken. Und ich hab diese Karte fast abgefackelt. Ich weiß nicht wie. Ich habe sie eigentlich nicht abgefackelt. Ich habe ja alles so gemacht, wie man es machen muss. Also der Stromanschluss war so ein bisschen lose. Ups, Entschuldigung. Der war so ein bisschen lose. Dann habe ich wieder rangedrückt. Ich meine, du kannst ja auch nicht das falsche Kabel reinstecken, ne? Das muss man sich ja mal überlegen. Du kannst ja nicht das falsche Kabel reinstecken. Es gibt ja nur eine Art von Kabel. Und zwar ist das ein SATA-Stromkabel. SATA. Das da aus diesem Netzteil kommt. Ich raffe es nicht. Und es funktioniert von den vier Ports aus der PCI Express USB-Karte. Funktioniert nur noch ein Slot von vieren. Und das ist tatsächlich ein Problem in der heutigen Gesellschaft. Schwing! Oh, shit, erstmal der Wurm. Oh, Mann, ey. Jetzt war ich so in meiner Geschichte, ne? Jetzt war ich so fett in der Geschichte drin. Und jetzt habe ich den Mana-Wurm. Oh, wir spielen aber trotzdem, ne? Oh, shit. Oh, Mann, ey. Sowas darf euch nicht passieren, Kinder. Muss immer erst der Mana-Wurm raus, dann die Zauber. Ich war so unter Druck. Ich war noch so im Geschichte erzählen. Aber dafür, wofür ich mir die Karte geholt habe, das hat dann nicht funktioniert. Das war toll. Oh, cool. Wir können. Guck mal hier. Das kostet 0, wa? Und wir greifen nicht an, verstehst du? Und dann gucken wir mal. Ich meine, der Bär ist wahrscheinlich Kapeister Salat. Der ist Schiss. Schüssingen. Schüsshausen. Und, aber dann können wir ja ein bisschen weiter arbeiten mit dem. Oh, shit. Was ist denn das für ein Deck, ey? Ist das ein Anfänger? Ich bin ja auch immer so ein Sack Sau-Salat, ne? So. Das kostet der Spaß? Ja, passt. Zack, 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 zack. War das jetzt die falsche Reihenfolge? Hätte es da einen besseren Weg gegeben? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber unser Gegner ist Bad Boy Cubano. Der kann schon damit umgehen. Bin ich ganz fest der Meinung, dass dem so ist. Wow. Okay, ich habe kein Schaf in diesem Deck. Das ärgert mich gerade selber auch ein bisschen, ne? Was machen wir jetzt? Shit. Sowas. Ich bin der Meinung, wir hätten jetzt nichts machen sollen. Also, wir hätten das Schild wegmachen können. Wir hätten beide Minions reinhauen können. Einer hätte überlebt. Vielleicht wäre das sogar gar nicht so ein schlechter Move gewesen. Aber so muss er halt Sachen machen. Ich nehme an, er wird, was weiß ich, den Sludge-Belcher kaputt machen vielleicht. Oder den Shield-Masser. Okay, er geht tatsächlich in den Sludge-Belcher und was wird er als nächstes tun? Geht er mit der Heldenkraft rein? Er zieht jetzt Karten.
Also würde gerne Karten ziehen. Aber dann zieh doch erst Karten. Ich meine, klar, mir passiert das auch ständig. Mir passieren solche Sachen auch ständig. Okay, und das finde ich auch nicht cool. Das finde ich auch überhaupt nicht cool. Wir ziehen hier eine Karte. Unstable Portal? Yes. Oh Gott, schreibt Baron. Oh Gott. Tja. Was los? Ich habe mich nicht auf D&D gestellt. Das ist natürlich sehr, 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 sehr unprofessionell. Und jetzt ist mir auch noch hier die Klappe runtergefallen. Real life. Freunde, real life. So, Digga. So langsam habe ich das Gefühl, ich hätte das Ding mal töten sollen. Nee, das kannst du nicht angreifen. Du musst erst in den Tod gehen. Oh Gott. Und nu? Oh. Nein. Oh. Ah. Oh. Oh, ah. Nein. Das Schäfchen. Ja, das hätte ich auch gerne im Deck. Aber das ist verboten. Das ist nicht erlaubt. Es ist nicht erlaubt. So, Freundchen. Jetzt wird er sich ärgern, weil ich eine Legendary habe. Und wird eventuell Rage quitten. Oder er hat noch ein Schaf dabei. Well played. Well played im Sinne von... Haha, noch ein Schaf? Willst du mich dissen, Alter? Du weißt schon, dass du noch hart verlieren wirst. Boah, Alter, da bin ich richtig sauer. Da bin ich richtig sauer, du. Ich weiß nicht, ob man das merkt. Okay. Overkill. Swing, swing a ding, bing. Sowas. Well played. Bad Boy Cubano. Sei vorsichtig. Habe ich schon alle meine, Alter, so viele neue Karten, ne? Habe ich eigentlich schon meine, meine Geheimnisse alle raus? Ich hatte ein Counterspell draußen und hatte ich ein Mirror Entity drauf? Ich hatte ein Mirror Entity? Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Oh, oh. Ja, das, der Muggler ist natürlich gar nicht mal so schlecht, ne? Der Muggler, das himmlische Kind. Ey! Fuck. Oh. Ein Pferdchen. Es ist ein Pferdchen. Es ist ein Pferdchen. So. Oh! Was ist denn? Ich bin da jetzt ganz absichtlich reingegangen. Und jetzt machen wir hier mal zu, ne? Jetzt machen wir mal den Sack dicht. Was kommt denn jetzt schon wieder? Was? Willst du... Hat er mich... Will er mich... Wieso haut er jetzt ein Well Played raus? Der will mich beleidigen. Das ist eine reine Beleidigungsgeschichte hier. Jetzt musst du da den Muck damit reinhauen, ne? Aber machst du nicht, weil du den gerne überleben lassen möchtest. Und deswegen... Nee, du... Achso. Okay. Und jetzt Muggler. Nee, macht er nicht. Macht er nicht, will er nicht. Ist ihm zu doof. We go in the face. Because we can. And the Muggler is gonna to the die. Yes, yes. Und damit haben wir gewonnen. Meine Damen und Herren. Oh. Ja, ja, taunte du mal. Es wird dir nichts bringen. Bad Boy Cubano. Guten Tag. Mein Name ist Bad Boy Cubano. Ich hätte gerne ein paar Socken in Größe 46. Für den Winter geeignet.
irgendwas Flauschiges. Und haben Sie so kleine... Haben Sie so kleine Tierchen, Schlappen für zu Hause? Ich weiß nicht, vielleicht kleine Krokodile oder so. Ey, wir haben nicht gewonnen. Wir müssen uns jetzt echt hier noch durch... Wir müssen uns jetzt hier echt noch durchschleppen, ne? Aber gut, dann machen wir jetzt hier... Dann machen wir jetzt hier dieses Spielchen. So, Digga. Flame Waker bleibt zu Hause. Ja, okay. Jetzt zündet er den Noah-Tab. Aber er kann... Okay, danke. Na, endlich. Ja, natürlich geht er jetzt noch raus. Bad Boy Cubano. Okay. Ja, aber jetzt kämpfen wir uns noch ein bisschen hoch, ne? Hier auf der Leiter. Auf der Leiter des Todes. Auf der Hearthstone Ladder of the Death. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo wir irgendwelche Sachen machen, auf die ich selber schon sehr gespannt bin. Ich freue mich drauf. Das war Fischkopf. Bis dann und tschüss.